Ich meine, sollte ich stürzen, falle ich ins Netz. Dies ist nicht optimal, aber auch immerhin kein sicherer Tod. Wie gesagt, wobei am Rand ist, ist das dann natürlich nicht ganz so dicht gewoben wie in der Mitte. Das ist natürlich. Sollte ich stürzen, falle ich vielleicht ins Netz. Genau, richtig. Ich würde. Gibt es dort eine Art Stein, einen Kiesel, wie auch immer? Etwas? Klar, also wenn du Stein dann brauchst. Dann würde ich einmal diese klebrige Struktur erkunden. Wie klebrig ist sie denn? Also wenn du das falsche, die falsche Netzstruktur berührst, dann ist es sehr klebrig. Da kannst du dann lange ziehen mit einem großen Kraftaufwand, ich sag mal Körperkraftprobe plus 3. Und dann könntest du da dich dann wieder von entfernen mit deinem Fuß. Aber wie Asamo sagte... Den Kiesel nutzen. Ja, richtig, genau. Du kannst dann auch am Kiesel ziehen, wenn du ihn wieder freigeben möchtest. Aber es ist, wie gesagt, nur jeder zweite Spinnenfaden klebrig und der andere ist nur Stützstruktur, nicht klebrig. Wird dann eben von der Spinne beim Netzweben benutzt. Wir könnten es auch erst einmal darauf ankommen lassen, dass, sagen wir, Asavo, ja scheint die Fäden hier gut voneinander unterscheiden zu können. Er versucht einen Weg vorwärts zu finden und wir von hier aus Deckung mit dem Bogen und allem anderen geben, was wir hätten. Liegt mir allerdings etwas quer im Magen. Diese Seile schwingen doch wahrscheinlich etwas durch. Also stellt es nicht so einfach vor. Ich glaube auch. Ist es so, als wenn ihr eine Art Seiltanz vollbringt, nur mit beiden Füßen? Gibt es da oben an dieser Wand eigentlich einen Sims oder müssten wir die ganze Zeit dort entlang klettern? Da müsstet ihr tatsächlich die ganze Wand entlang klettern. Könnt euch dann überlegen, wie schnell ihr hochklettert, aber ihr müsst definitiv entweder ganz am Anfang die 20 Schritte machen oder im Laufe der Zeit die 20 Schritte machen. Ist dann nicht ausgebaut worden, weil die Spinne braucht es nicht, andere Personen waren hier nicht und es ist einfach ein natürlicher Spalt am Berg. Wenn ich mir das mit semikundigem Blick anschaue, mit was für einer Erschwernis aufs Klettern kann ich rechnen? Klettern würdest du sagen plus 4, wenn du keine Kletterhilfe hast. Also das geht schon, würdest dann vielleicht die Hand so ein bisschen aufreißen an diesem schattigen Gestein oder dann eben mit einer Akrobatikprobe über das Netz tanzen. Wenn ich Akrobatik nicht habe. Und mit einem Seil, also wenn wir dann ein Seil darüber spannen, wäre es eine 3 Erleichterung für alle anderen, ja? Wenn ihr ein Seil habt, genau. Ich fange jetzt, glaube ich, auf jeden Fall an, so eine 10-Schritt-Länge daraus zu schneiden. Also auch von ihren Querverbindungen zu trennen und allem. Sinistra, vielleicht solltet ihr ausprobieren, wie euer Kantus des Guardianums mit der Nitz interagiert. Ja, gut, das werde ich wohl mal ausprobieren. Er hat ja einen großen Radius. Ja, dann würde ich einfach mal nach vorne gehen und gucken, wie sich der Guardianum auf das Spinnennetz auswirkt. Also gar nicht. Ob da. Gar nicht? Also es ist, als ob ich da einfach nur rumlaufe. Das heißt, es sind die Fäden sind nicht mit irgendwelcher dämonischen Energie erfüllt. Zumindest nicht mehr. Kann es vielleicht sein, dass das vor 1000 Jahren mal der Fall war, aber mittlerweile nicht mehr. Vielleicht ist der Dämon ja tot. Seht einmal, es scheint keine Beeinflussung zu geben. Diese Fäden scheinen also nicht dämonisch zu sein. Zumindest nicht zur Zeit. Nun gut, dann haben wir ein Problem weniger. Wir sollten uns vielleicht wirklich einen Weg suchen hinüber. Ja, arbeite schon dran. Ja, ich würde dann einfach mal Ausschau halten, dass wir tatsächlich fast geradenwegs zu der anderen Höhlenseite gelangen können, über das Netz und auf welche Fäden man dann treten müsste. Vielleicht schimmern die ja anders. Ich würde in der Zeit, während die anderen sich bemühen, auf mich selber ein Attribut zu wirken, Gewandtheit. Gute Idee. Ich lasse mir Zeit, also ich bräuchte etwa 60 Aktionen dafür. Ja, würfel dann einfach. Also gemeinsam mit der Hilfe von Asavo könnt ihr definitiv dann die Spinnfäden zuordnen, auf die man treten kann. Das geht. Fällt das immer noch nicht? Es wäre ein Balanceakt, der uns jede Möglichkeit zum Reagieren nimmt. Denn wenn wir anfangen, auf dem Netz herumzuwedeln mit einem Schwert oder ähnlichem, dann stürzen wir garantiert ab. Oder wie dicht ist dieses Netz? Wenn ein Mann hinfällt, ist er durch, oder? Nee, also da kann man gut drauf landen. Das Problem ist nur, dass es dann klebt. Wenn und festklebt. Ich nehme an, ich habe mittlerweile meine Seillänge daraus geschnitten. Ja.
Also wir müssen uns jetzt entscheiden. Entweder ich klettere vor oder wir begeben uns alle über dieses Netz. Es gefällt wie mir beides nicht. Steigt die Gewandtheit von Abel mir? Um ZFP Drittel, also um 6 Punkte. Wie hoch ist deine Gewandtheit dann? 19. Das, ja, warum hast du auf KK gewürfelt? Ich muss auf Gewandtheit würfeln, genau. Aber das unterscheidet sich doch gar nicht. Nee, sagen, es ist tatsächlich egal. Er ist so drüber, dass das. Außerdem 666, ich bin dafür, er kriegt Bonuspunkte. Mhm. Also bei dem Wurf ist das, glaube ich, egal. Aber was hast du für eine Gewandtheit? 12. 12 plus 7? Ja, 6. Dann ist es halt nur plus 27, nicht plus 28. Ja, also spielt jetzt keine Rolle. Er ist ein normaler, also hält eine Stunde lang. Ein normaler Zauber hat keine Schnellsteigerung. Ja, deswegen sehe ich die. Dann kannst du tatsächlich auch den anderen Helden helfen. Es kostet nur 7 ASP jedes Mal. Das gebe ich zu bedenken. Also, wenn Abel mehr möchte, eine Tierkundeprobe erleichtert die Akrobatikprobe von den anderen 1:1. Probieren wir. Ich habe keine Akrobatik. Ich kann es probieren. Also, niemand, von uns hat Akrobatik. Ich hab Akrobatik 1. Dann könnt ihr ableiten auf Körperbeherrschungsprobe, aber die Ableitung ist dann eine plus 10 und erleichtert um die Tierkunde von Abelmir. Ja, nee, Leute, also nee. Und das machen wir nicht. Dann wird geklettert, gut. Dann ziehe ich mein Ketten wieder aus, weil heute offensichtlich der Bekleidungswechseltag ist. Abelmir kann ja trotzdem schon mal würfeln, vielleicht. Abelmir kann auch vorklettern, wenn er seiner Gewandtheit traut. Sekunde. Jetzt lasst Abelmir doch erstmal würfeln, ne? Ich wollte gerade sagen, Abelmir ist zumindest ziemlich gewandt. Ich habe auch Wortgewandt. Ich habe schon überlegt, Attributo. Also ich hätte, was hat die Hälfte davon? Ist Erleichterung? Also nee, 2 4. Punkte. Ich gebe euch 4 Punkte. Ah, 4 Erleichterung. Aber also Körperbeherrschung plus 6. Ja, Akrobatik plus 4. Erleichterung 4, oder? Ja, genau. Also hast du 5 Sternchen für eine Akrobatik. Boltax könnte es schon mal hoch. Ja, ich will. Ich meine, wir könnten Boltax drüber klettern lassen mit dem Seil und er spannt das dann und dann können wir das Seil hochklettern. Ich überlege nur gerade, ob ich mir jetzt auch nochmal ein Attributo gebe. Und ich glaube, das mache ich. Auf Gewandtheit und. Ihr könnt euch alle ein Attributo geben und Jalan zurücklassen. Ja. Klar könnt ihr das, aber dann wird euch Praias ungnädiger Zorn strafen. So, wie ist. Ich habe den Bannstrahl durch, bevor ihr hier raus seid. Wie ist die Schwernis? Es gibt keine, oder? Für ein Attributo gibt es keine Schwernis. Gut, dann lasse ich mir Zeit. Also Erleichterung um 3. Attributo Gewandtheit. Ja, das ist so viel, ein Punkt gibt das. Hey, haben oder nicht haben? Ich meine, jetzt bin ich bei Gewandtheit 10 und nicht mehr bei 9. Kann den entscheidenden Punkt ausmachen. Und also entweder klettere ich es dort hoch oder jemand, der sich fähig fühlt, geht über das Seil hinüber und bleibt nicht kleben. Ich versuche das jetzt zu machen mit der Erleichterung, die Abel mir gegeben hat. Und na gut, dann Abel mir gibt euer Seil und wir knochen es zusammen. Muss nur gerade noch den Gewandtheit dann würde ich eintragen. Die Fackel löschen und wir stehen wieder im Dunkeln und ich gebe euch verwandelter Stab in den Seil wieder und reich's euch. Mittlerweile könnt ihr wohl erkennen, wie sich eine gewaltige, widerwärtige Kreatur von oben aus dem Schacht herabseilt. Ein dicker, aufgedunsener Körper. Ja, wie gesagt, die Spinnen haben ja hinten immer noch ihren Rückenteil und das misst sicherlich 4 Schritt an Größe, dieser Ball, bis sich dann eben der untere Teil ebenso abseilt und 8 klackernde große Beinchen, die sich dann auf dem Netz niederlassen mit einigem Schwingungsausgleich, starren sie in die Dunkelheit. Ja, ich drück Boltax das Seil in die Hand und mach meinen Bogen fertig. Ihr macht das schon. Ein bizarrer, menschenähnlicher Kopf mit 8 Augen, die euch anstarren, oder vor allem Boltax anstarren. Boltax fühlt sich zumindest beobachtet. Mehrfaches Entsetzen und Verderben, was ihr über euren Geist huschen lassen könnt. Das Klickern. Darum, ihr seid Wissende. Sagt mir, was das ist. Ich wickle einen Attack über, mit den Zeichen finden, Händen und Fingern. Wir sollten uns in Attack unterhalten. Obwohl Idrona eh Licht gemacht, oder? Mit der Fackel. Ist egal. Ja. Dann ist egal. Sie sieht uns nicht. Ja, die Fackel schon, oder? Nein, also eigentlich der Schleier, der gilt auch für alle Gegenstände, die man hat. Es ist eine magische Fackel, dementsprechend, wird nicht gesehen. Gut. Ein profanes Licht. Wir sollten uns beeilen in Attack. Ja, bin ja. Dann auf Attack zurück. Wenn ihr das Netz, ich glaube, sage ich auch mal die Dinge, denn wenn Netz wird es kein Wort geben, betretet, werdet ihr bemerkt.
dann sollten wir von verschiedenen Stellen das Netz betreten und uns verteilen. Wartet. Voltax geht vor und spannt das Seil. Wartet. Wartet. Wenn es ein normales Spinnennetz ist und sich diese Spinne an einem normalen Netz herabgeseilt hat, wir könnten die Spinne zum Absturz bringen, indem wir das Netz entfachen, genauso wie ihren Faden, in dem sie sich abgeseilt hat. Wir würden in die Tiefe stürzen und wir hätten keine Probleme mehr. Dann müssten wir allerdings klettern. Brennt das Netz denn? Wenn es wie ein normales Spinnennetz ist, dann ja. Den Faden kann ich vielleicht mit einem Pfeil erwischen. Wir brauchen aber vielleicht dieses Netz noch. Ja, das ist halt die Sache. Asavo geht mal in die eine Ecke, an den äußersten Rand und würde dann mal so ein bisschen das Netz in Schwingung versetzen. Nehmen wir an, das ruft dann die Spinne auf den Plan. Ihr könnt erkennen, wie sich die Augen definitiv in Richtung der Schwingung bewegen und das weiteres Klackern von ihren Kiefern gibt. Sie bleibt aber dort sitzen. Voltax, entweder tanzt ihr dort jetzt hinüber oder ich klettere. Aber wir müssen etwas tun. Ich kann euch mit dem Bogen decken. Wartet noch kurz. Ja, ich würde gerne... Aber mir macht den Anfang. Es ist genau auf hier rein zu quatschen. Ich würde gerne tatsächlich meinen Zauber, den ich bisher noch nicht eingesetzt habe, den Stillstand auf den Punkt wirken, an dem ich das Netz betreten möchte, beziehungsweise der wirkt ja um mich herum. Wow. Ist das so? Ja. Also der wirkt von mir aus, ich kann nicht in... Also ich nehme ihn nicht mit, er ist eine Zone. Ist mit, ja. Das kann ich nicht, dafür bin ich zu schlecht. Da fehlen mir noch ein paar Punkte, aber so wie ich ihn momentan wirken kann, würde auf jeden Fall die Vibration arg verlangsamen und eventuell mir einen Bonus geben. Schauen wir einfach mal, ob der Zauber klappt. Es entsteht eine Zone der Langsamkeit, in der die Geschwindigkeit aller physischen Bewegungsabläufe halbiert wird. Jede Bewegung erscheint nur noch zäh fließend. Als Nebeneffekt wird die Luft spürbar kühler. Die Geschwindigkeit von Lebewesen halbiert sich. Jedes Lebewesen hat nur die Hälfte der möglichen Aktionen pro Kampfrunde. Genau. Das hilft tatsächlich enorm. Mhm. Und die Zone ist wie groß? Bewegliche Zone? Nee, bewegliche kann ich noch nicht. Bewegt sich mit dem Zaubern dann mit? Nee, dann musst du es immer wieder neu zaubern. Na, ich habe nur 8 Punkte, deshalb kann ich die bewegliche Zone nicht machen. THW von 10 hast du, ne? Ab 11, genau. Nee, ich habe THW von 8. Oder habe ich die Steigung? Achso, das ist dein Attributo, ja, Entschuldigung, ich habe gerade den Attributo gerade noch gesehen. Du kannst es ab ZFW 11 erst wirken und dann mit einer plus 7. Richtig. Also Abdämpfen wäre noch eine Möglichkeit. Ja, aber das bringt gegenwärtig nichts, weil das ja nur eine Kurzzeitvariante ist, um vor Stürzen zu scheppen. Mhm. Also, ja, sie könnte dir helfen, wenn du in die bodenlose Grube fällst. Das ist richtig. Doch, dann Zentrum der Zone ist der Zaubernde. Sie bewegt sich jedoch nicht mit ihm mit. Der Radius ist frei bestimmbar, beträgt aber maximal ZFW Schritt. Okay, gut. Also, ich würde tatsächlich... das zumindest für das Betreten von dem Spinnennetz nutzen und ja, mal ZFW Schritt bringt dich bis in die Hälfte. Dann würfel mal. Ja, also ich würde ZFW Schritt. Zu zwingen? Kann er nicht erzwingen, geht nur gegen MR. Umweltzauber, den muss ich gar nicht erzwingen. Ja, für mehr ZFW oder so, hätte ja auch sein können. Erzwingen geht nur gegen MR. Richtig. Also du kriegst nicht mal eine Erleichterung, wenn du erzwingst, du kannst damit nur MR aufheben. Ich wusste nur, dass Geoden alles erzwingen kann. Nee, das sind Druiden. Ach, Geoden nicht. Na gut. Nein, leider nicht. Aber ich würde mir gerne Zeit lassen. Dann los. Das sieht gut aus. Sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja. Dann erschaffe ich die Zone der Langsamkeit. Und maximal ZFW-Schritt. 8 Schritt. 8 Schritt. Dann kommst du bis zur Hälfte. Den Rest musst du rennen. Ja, genau. Und dann wahrscheinlich eine Akrobatikprobe. Ihr könnt ja alle dann in der Stillstand, genau. Könnt ihr ja alle mitlaufen, ne? Ja, alle mit Akrobatik, nein. Aber es ist halt alles langsamer für sie. Dann würde ich euch die Akrobatik sogar... würde ich euch sogar nochmal 2 Punkte geben auf die Akrobatik oder auf die Körperbeherrschungsprobe, weil es nicht mehr so schwingt. Bin ich mit der Klettern immer noch besser dran. Okay, ich würde auf jeden Fall durch. Ich würfel jetzt die Akrobatik. Gut, mach das. Hast eine 20 bei, minus 6. Ich habe keinen Schicksalspunkt. Also es würde aber nochmal eine Minus, die Minus 2 sind nochmal drauf, ne?
Die habe ich schon eingetragen in die Minus 6. Also, ich werde mich auf jeden Fall verhaken oder auf einen klebrigen Teil. Gut, finden. Dann bleibst du 2 Meter vor dem eigentlichen Cliff bleibst du dann kleben und kannst dich nicht weiter bewegen, ohne die Spinne auf den Plan zu rufen. Dann muss sich Abel mir jetzt bewegen. Ich würde mich vor der Wand niederkauern. Moment, warum muss Abel mir sich bewegen? Aber wir oder die anderen, bewegen. Na klar, also. Ich würde mich vor der Wand wieder niederkauern und einen Spinnenlauf wirken. Perfekt. du weißt, ich hab den Zauber eben gesehen, als ich stillstand, noch suchte, lieber Kantiones, hab ich noch den Spinnenlauf gesehen. Ich dachte mir so, ja, warum habt ihr denn nicht? Moment, du weißt, wenn du jetzt wegläufst, haben wir alle kein Seil mehr. Ich würde das Seil natürlich mitnehmen. Kann ich ja am Mund mitnehmen. Das ja, und das andere Ende vom Seil hat Voltax. Dann warte, okay, dann... Voltax, lass das Seil los! Ich würde das Seil loslassen. Und dann holen wir das erstmal wieder rein. So können wir es machen, ja. Und dann halte ich das hier fest und dann kannst du klettern. Gut. Ja, ich muss eigentlich dafür in der Hand behalten. Also, willst du da mitklettern? Das ist die Frage. Würfel den Spinnenlauf los. Wird auch ums Handgelenk binden? Ja, aber ihr seid immer auf der anderen Seite, denn ich muss ja mein Seil trotzdem berühren. Ich muss ja mitnehmen. Ja, aber dann haben wir das andere Ende des Seils hier in der Hand. Ah, okay, das soll noch nicht funktionieren. Klar, logisch. Gut, ich würfel jetzt den Spinnenlauf, lass mir Zeit. Eine Spielrunde übrigens. 5 Minuten. Der Umbrauchorder würde auch funktionieren, oder? Ja klar, würde. 7 Schritt, aber nur ja, mit Verlängerung wird schon funktionieren. So, warte mal, Stillstand. Wie lange? 2 Sternchen für den Spinnenlauf. Bringen die 2 Sternchen was? Über die Wirkung des Zaubers ist die Hexe in der Lage, wie eine Spinne zu klettern. Sie kann glatteste Wände sogar an Überhängen oder an Decken halt finden. Läuft nicht Gefahr abzustürzen. Kletternproben sind nicht notwendig. Genau, also die ZFP sind egal. Schade eigentlich. Gehen die nicht die Wirkung dauern? Ja, dann, Abel, beschreib doch mal. Möchtest du über die Spinnenseide gehen? Möchtest du an den Wänden entlang gehen? Du kannst sie auch so. An die Wände natürlich. Möglichst weit weg von diesem Dämon. Ja, hätte sein können, dass du jetzt auch direkt an der Unterseite dieser Fäden entlang klettern. Das kannst du ja alles machen. Das wäre ziemlich doof, aber nein, ich kletter so weit wie möglich von dieser Spinne weg. Dass mein Zauberseil verwandelt ist, habe ich im Mund und würde dann auf die andere Seite erst hochklettern, dann drüber klettern, parallel sozusagen zum Netz und dann wieder runterkommen. Wie so eine Eidechse klebst du an den Wänden. Teilweise brauchst du den Kopf auch gar nicht senkrecht nach oben, sondern kannst auch noch so ein bisschen horizontal mit dem Kopf und dem Körper klettern. Allen physikalischen Gesetzen zum Trotz, bis du da auf der anderen Seite wieder ankommst. Du siehst, wie Boltax 2 Meter vor dir in der Seide hängt. Wir decken ihn gleich, wenn wir alle drüben sind. Bleibt still liegen, Boltax. Ich werde mich jetzt nicht groß bewegen. Ich schlag dann das Seil an dieser Seite an und dann wird geklettert. Die Spinnenseide möchtest du anschlagen, ja? Ja, aber mir hat ja das Seil. Das Seil, ja, gut. Dann gib mir mal eine Kletternprobe. Du bist der Erste ohne Seil, also eine plus 4. Was? Das Seil ist doch angeschlagen und Abel mir hält das auf der anderen Seite fest. Das ist, das Seil steht. Nee, 20 Schritt. Du hast 10 Schritt, er hat 10 Schritt. Ja, wir haben das miteinander verknotet. Ah, dann gib mir mal eine Fesselnprobe. In die Box. Das verknotet sich von selbst, weil es das Seil des Adepten ist. Ja, aber deine Spinnenseile nicht, genau. Ah, siehst du, jetzt kommen wir an den Haken. Ja, in die Box. Ich mach's an einem Kleberfaden fest. Ja, das ist okay. Fesselnde Fesseln. Das ist eine Erleichterung. In die Box. Ja. Warte, war das die Box? Hast du gekriegt? Nein, nee, oder? Bisher noch nicht. Achso, das war nicht die Box oder der Kasten. So, jetzt. Gut. Es gibt nichts. Du hast hier so keinen Schicksalspunkt mehr. Ja, deswegen darf diese Runde es auch gerne noch festhalten. Kletterprobe, plus 4. Ja, mit Körperkraft oder wie? Werden sehen. Kletternprobe plus 4. Das sieht gut aus. Ja, dann schaffst du es. Ich habe die Hände noch reingetragen. Ich habe mich da rausgezogen. Egal. Ja, klettern halt. Dann kannst du auf alle Fälle die ersten 10 Schritt nach oben klettern. Merkst wohl auch gerade, wie du das Seil nach 10 Schritt genau in der Hälfte anschlagen möchtest. Wie dir dann zumindest das eine Seil aus dem anderen hinausrutscht. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Ob
ob das jetzt das Seil von Abelmir war oder deine Spinnenseide, ob sie jetzt zu dick war für das andere Seil, aber es hat wohl nicht geklebt. Vielleicht hat auch deine Fesselnprobe nicht geklebt. Du bist einfach nur glücklich, dass du dich nicht dran festhalten musstest, denn dann wärst du einfach unrettbar in die Tüfe gestürzt. Ich versuche es nochmal zu verknoten. Gut. Jetzt mit einer Hand. Weil das so leicht ist. Nein, warte. Abelmirs Seil ist hier festgeknotet, ja? Weil sich das ja von selbst knotet. Abelmirs Seil hängt... Mein Teil, ja. Ja, hängt irgendwie so ein bisschen in der Luft, ja. Das heißt, wenn ich jetzt in der Mitte hin, kann ich im Grunde das Spinnenseil festhalten und die anderen können dann entlang klettern. So, ich schaue gerade mal nach. Token, Strang C. Und V. Asavo steht unten, Abelmir steht da. Und ich hänge hier, nicht wahr? Voltax steht hier und Iserun steht hier. Also ich hänge in etwa hier. Genau. So, und Abelmirs Seil ist jetzt von hier rüber gespannt. Richtig. Auf dein Seil und ist jetzt hier rüber. Genau, und die sind nicht zusammen, aber ich habe beide. Genau. Das heißt, ich kann das Spinnenseil festhalten und Iserun und Asavo klettern daran entlang, bis sie bei mir sind. Ja. Dann klettern sie bei Abelmirs Seil weiter, dann kletter ich über Abelmirs Seil, ja. Dann löst Abelmir sein Seil und fertig sind wir. Dann kann ich das Spinnenseil ja fallen lassen. Ja. Gut, dann... Ja, ich kann nicht winken, denn ich habe keine Hand frei. Iserun, kletter! Okay, das ist jetzt dann plus 4, minus 3 durch das Seil. Plus 1. Doppel 1. Wow. Ja, oh, ja, du siehst auch, wie Iserun das Seil gar nicht braucht. Irgendwann klettert sie wohl genauso wie Abelmir an den Steinwänden entlang und ebenso benutzt sie die physikalischen Gesetze nicht so, wie es eigentlich vorgesehen ist. Hinterfragt das nicht. Asavo, ihr als Nächster! Echt? Wie blickt der rein? Hat er Angst, dass ich ihn fallen lasse? Ich möchte Menschen kennen. Nee, kannst du machen, ja. Die 20 belastet ihn nicht so sehr, er ist ein Drakoniter, also hat auch Körperkraft genug. Du kannst ihn nicht wirklich einschätzen, weil es dunkel ist, aber du also er hat nicht gezögert. Das ist kein Vertrauensproblem, was er zu dir hat. Immerhin etwas. Du bist der mit Rachsucht. Ja, so kommt hier allesamt zumindest erstmal in die Mitte. Iserun klettert einfach von dir vorbei, an dir vorbei, braucht wohl das Seil von Abelmir gar nicht so sehr. Und das Sabo hängt dann gemeinsam mit dir in der Mitte. Und wird dann immer noch den Kalmuruk sehen, der... die da interessiert, klickt und klackt. Blickt denn es in unsere Richtung oder noch dahin, wo wir das zuletzt geschwungen haben? Noch nicht. Gut, ich denke, wenn wir uns jetzt zügig bewegen, haben wir es. Ihr zuerst? Mhm. Du bist nicht da. Asavo klettert weiter. Und auch das gelingt. Auch ein bisschen länger. Und dann bin ich der Letzte im Bunde. Klettern plus 1. Klettern plus 1. Sieht enorm gut aus. Ja. Und dann könnt ihr allesamt das Ganze erreichen und ja, Boltax ist 2 Meter unter euch, neben euch, von euch entfernt. Das Seil von Abelmir könnt ihr definitiv erreichen. Dafür ist es lang genug, aber wenn ihr ihn von dem Klebefaden entfernt, dann wird der Kalmuruk definitiv aufmerksam. Gib mir einen Moment, ja? Ich fange mal meinen Bogen aufzuspannen. Er hat ihn schon aufgespannt. Was denkt ihr, Asavo? Kann ich von hier aus den Faden, an dem es hängt, erwischen? Oder hängt es noch an seinem Faden oder sitzt es jetzt schon im Netz? Der Kalmuruk sitzt im Netz, ja. Das ist egal. Moment. Ich bin dafür, wir zünden das Netz an. Wartet, ja, das können wir machen, aber vielleicht wäre es sinnvoll, einfach nur diesen Faden anzuzünden. Ja, jetzt dreht sich der Kalmuruk in eure Richtung. Warte, warum? Weil ihr euch unterhalten habt. Achso. Ja, oder? Hoffentlich doch, oder? Ja, aktuell wohl nicht. Also Boltax hat ich hatte gerade eben an der Wand schon keine Hand vor. Ja, ich dachte auch, wir unterhalten uns die ganze Zeit in Attack, weil. Nee, also so komplex wird's nicht, nein. Okay. Dafür ist Attack nicht gut. Okay. Nee, sitzt wohl direkt neben Boltax. Ja, direkt neben Boltax? Ich würde Boltax mein Stabseil zuwerfen. Warte, noch nicht bewegen. Ja. Ich spanne auf und setze dem Fiendfall ins Gesicht. Du möchtest jetzt ins Gesicht schießen. Ja, und ruft gleichzeitig zu Abelmir Zieh. Iso und Asofa, verstanden? Ja, natürlich. Und zu Brit. Dann gib mir mal eine Initiative, Jadan. Mhm. Kein Rucker zum Glück mal was Hohes. Oh Gott, das ist die 17.
17, ich habe 18 plus 6. Gut. Dann könnt ihr. Du Ach, kannst. Aber das ist ja egal, er ist ja überrascht, denn er weiß ja nicht, dass ich auf ihn ziele. Das ist richtig. Und ich schieße erst und rufe dann sie. Wenn er meine Zone durchquert, die ich geschaffen hatte, wird er kurzzeitig langsamer. Nee, weder kann Zone noch du. Deine Zone geht ungefähr bis hier. Ach so, okay. Und du hängst jetzt hier und der Kalmaruch steht neben dir. Ah, okay, ich dachte, ich würde noch in der Zone hängen. Nein, ja, nein. Das habe ich dann missverstanden. Alles klar. Gut. Ihr könnt definitiv Boltax dann nach oben ziehen. Gib mir mal eine Körperkraftprobe bei mir. Das ist dein Seil. Körperkraft plus 3. Die ziehen ja zu dritt da dran. Zumindest in dieser Kampfrunde zieht erstmal Abel mir alleine. Dann kannst du den Pfeil abschießen. Kannst gerne mal Schaden würfeln, wenn du möchtest. Mhm. Und den W20 vorher. Die Entfernung ist unter 10 Schritt nicht, oder? 2 Meter. Kommt dann in 3 rum drauf. Es sind gerade leider nur 12. Ja, 12 profan. Ja. Dann kannst du das Klickern sehen, hören und merkst, wie jetzt wohl in die Initiative gegangen wird. Für die anderen brauchen wir es nicht, wenn ihr nicht kämpfen wollt, sondern nur für Yalan. Ich wollte auch nur seine Aufmerksamkeit haben. Ja, die hast du ungeteilt. Cool. Dann dürfen die... So, warte, komm, wir machen's ordentlich. Das war jetzt Kampfrunde 0. Jetzt kommt der Kalmuruk, der zieht vor Yalan vor, denn er hat 18 plus 6 und du hast nur eine 17. Mhm. Das heißt, er würde definitiv mit den ersten 4 Aktionen in die Dunkelheit bohren. Auch wenn du unsichtbar bist, könnte es trotzdem sein, dass er dich trifft. Gib ihm einfach mal eine plus 8. 4 Aktionen, das ist selbst für mich nicht bequem. Aber... die anderen dürfen vorher nochmal eine Körperkraft würfeln. Iseron und... Stopp. Ja. Der Guardianer wirkt immer noch von Iseron, oder? Der ist nicht ausgegangen. Ich habe ihn zumindest nicht fallen lassen. Stimmt. Okay, dann trifft er wohl automatisch. Gegen den großen Schild. Aber ihr könnt schon mal eine Körperkraftprobe würfeln. Iseron und Abelmir... Muss ich Fingerfertigkeit würfeln? Nee, du musst nur gerettet werden. Okay. Jungfrau in Nöten. Damit ist das definitiv. Damit könnt ihr Boltax zumindest aus dem klebrigen Zeug rausziehen. Jetzt hat auch Boltax Aufmerksamkeit. Ja. Verschwindet dann aber im Guardianum. So, und jetzt muss ich gerade mal schauen, wie viel Schaden der Kalmuruk macht. 2W6 plus 4 mit nur 4 Attacken. Nur 4 Attacken. So, ich würfel mal eine und mach dann mal 4 draus. 2W6 plus 4 sind 12, sind 2 Schildpunkte, die er dir pro Aktion abzieht. Mal 4 sind 8 Schildpunkte, die entfernt werden. Iseron wird zurückgeworfen, es tockt gegen den Guardianum und du verschwindest 1 Meter tiefer in dem Spalt. Ihr seid allesamt durch. Lauft! Oh, das Viech ist stark. Hass erfüllt euch her. Ihr könnt uns weiter klickern hören und ihr könnt laufen. Ja. Ja, die Gänge weiter in Richtung oben. Ihr seid froh, dass ihr Boltax Nase habt. Könnt dann immer wieder zwischen Schutt hindurchklettern oder drüber hindurchsteigen. Immer mal wieder euch auf den Boden fallen lassen. Der Kalmuruk wird dann irgendwann auch zurückbleiben, weil die Gänge und Spalte dann nicht mehr groß genug sind. Und nach einer Viertelstunde des Laufens könnt ihr dann wieder frische Luft schmecken. Sie ist sehr warm. Und mit Feuchtigkeit versetzt. Und als ihr dann langsam und vorsichtig aus dem Berg heraustretet, könnt ihr in einem Urwald herauskommen, treten. Überall um euch herum sind Farne, schmatzender Morast und Orientierungslosigkeit. Seid ihr oben auf dem Berg?